Die Anleger an Europas Aktienmärkten setzen schon wieder auf steigende Kurse. Kann das wirklich gut gehen und hält diese Freude an? Wir schauen es uns gemeinsam in diesem Video an. Die Charts zeigen uns eigentlich, dass der Fahrplan für die nächsten Wochen und Monate bisher genau eingehalten wird. Dazu gebe ich dir natürlich ein Update, aber vor allem auch das Sentiment ist diese Woche wieder sehr interessant, denn wir sehen hier ganz genau, wo die Chancen, aber wo auch die Risiken liegen. Da erfahren wir einiges dazu, natürlich auch später in diesem Video. Und jetzt lade ich dich zu mir ein, abonniere unbedingt den Kanal hier unter diesem Video, denn wenn die Zeiten wieder turbulenter werden, dann bist du bestens informiert und kannst die richtigen Entscheidungen für deinen Börsenhandel treffen. Der Blick auf die letzte Woche hier bei den europäischen Aktienmärkten zeigt viel rote Ampeln, nur das wirtschaftliche Umfeld gelb, weil es eben hier Dienstleister sind und waren und sind, die hier das Ganze über Wasser halten. Schauen wir mal auf die aktuelle Woche. Und da sehen wir, dass sich doch einiges wieder verbessert hat. DAX und auch das Sentiment jetzt hier wieder schon gelb. Nur der Eurostoxx 50 zeigt noch eine rote Ampel, auch was den Chart angeht. Also deutliche Aufhellung schon wieder in den letzten Tagen. Wir gehen in die Details. Starten natürlich wie immer mit dem wirtschaftlichen Umfeld. Da stehen die Ampeln weiterhin auf gelb. Und schauen wir mal in die neuesten Daten hinein. Ein Punkt ist, Analysten werden wieder optimistischer, was die Gewinnentwicklung der europäischen Unternehmen angeht. Man sieht das hier am rechten Rand in diesem grünen Kasten. Also hier wirklich diese Erwartungshaltung, dass die Unternehmen das Schlimmste hinter sich haben und wir wieder einen Aufschwung kommen, getragen vor allem von Zinssenkungen, aber damit eben weltweiten Zinssenkungen und damit ja auch wieder einem Anziehen der weltweiten Konjunktur. Wie das in Amerika noch gehen soll, sei mal dahingestellt. Aber vor allem, wie das auch gehen soll, ohne dass die Inflation weiter an oder wieder anzieht. Aber zunächst mal ist das hier das, wovon die Analysten ausgehen. Man sieht das auch hier unterstützt durch diese Projektion. Das ist der aktuelle Marktkonsens. So sollen sich die Zinsen der EZB entwickeln. Wir reden jetzt hier über die Deposit Rate, also den Einlagezinssatz. Der ist aber 0,5% niedriger als die eigentliche Leitzins. Und hier wird eben erwartet, man sieht das hier gestrichelt am rechten Teil der Grafik, jedes Vierteljahr, September, Dezember, März, Juni, immer zu diesen Hauptsitzungen soll hier um 25 Basispunkte gesenkt werden, sodass Ende 2025 dieser Einlagesatz bei 2,25 respektive wäre der Leitzins eben bei 2,75%. Das allerdings, bin ich mir sehr, sehr sicher, wird genau so nicht kommen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es kommt genau so, wie es die Analysten ja hier für die Unternehmensgewinne erwarten. Das heißt, die Wirtschaft ist tatsächlich, dass sie robust bleibt, dass damit der Arbeitsmarkt robust bleibt. Das heißt aber auch, dass die Lohnentwicklung robust bleibt und somit die Inflation zu hoch. Dann werden die Zinsen nicht so stark gesenkt, dann werden die viel höher gehalten. Oder aber, und das ist eigentlich mein favorisiertes Szenario, wie jeder weiß, der den Kanal schon länger verfolgt, dass ich davon ausgehe, dass die USA noch in die Rezession rutschen, wahrscheinlich erst Anfang 2025 jetzt, nach den neuesten Entwicklungen. Aber wenn sie das dann tun, dann natürlich auch die Weltwirtschaft, die Weltkonjunktur mit runterziehen und dann würden die Zinsen hier deutlich schneller fallen, als das diese Projektion hier aussagt. Und das ist nicht ganz so abwegig, wenn man sich mal hier anschaut, zum Beispiel die Prognose für das Wirtschaftswachstum für die größte Volkswirtschaft in Europa, Deutschland. Für 2024, ja mal eben halbiert, bisher ist man davon ausgegangen, ja, die Wirtschaft wird noch um 0,2% wachsen, jetzt schon nur noch 0,1%. Und auch für 2025 wird die Wachstumsprognose jetzt schon etwas nach unten genommen, von 1,2% auf 1,1%. Und wahrscheinlich war das noch nicht die letzte Absenkung der Prognose. Also, wir sehen auch hier, die Wirtschaft wächst bei weitem nicht so stark und das spricht eher dann für schnellere Zinssenkungen, aber erst, wenn, wie gesagt, hier die US-Wirtschaft vor allem als momentan globale Konjunkturlokomotive auch wirklich den Dampf verliert. Ja, und unterstützt wird das zum Beispiel eben hier auch von den Auftragseingängen. Natürlich, diese Daten schwanken jeden Monat und momentan wird jeder Datenpunkt auf die Goldwaage gelegt. Man sucht regelrecht nach einem Strohhalm der Hoffnung, dass es doch endlich wieder aufwärts geht. Aber schaut man sich das Ganze hier an, dann sehen wir seit 3 Jahren einen deutlichen Abwärtstrend. Und auch heute Morgen der ZDW-Konjunkturindex, ist ja eine Umfrage unter Finanzmanagern, war katastrophal. Die Lage weiterhin unterirdisch schlecht und auch die Erwartung für die Zukunft viel schlechter ausgefallen, als man das prognostiziert hat.
Es ist immer so, diese Hoffnung, es muss doch irgendwann wieder besser werden, aber es wird irgendwie nicht besser. Und die Daten hier im Auftragseingang zeigen uns relativ deutlich. Ja, und die Konsequenz ist dann eben auch, dass wir seit 3 Jahren mehr oder minder einen konstanten Aufwärtstrend sehen bei den Insolvenzen. Ja, wir sind jetzt wieder so auf dem Stand, wie wir auch 2018, 2019 schon waren. Also nichts Überhöhtes an dieser Stelle, aber es ist eben ein klarer Aufwärtstrend. Logisch, wenn die Unternehmen keine Aufträge mehr haben, das überleben nicht alle Unternehmen. Und somit steigen eben auch die Insolvenzen wieder an. Schauen wir auf die Charts als nächstes. DAX schon wieder mit einer gelben Ampel, der Euro Stoxx 50 noch rot. Und schauen, ja, die ganze Prognose von letzter Woche sieht bislang sehr so aus, als könnte sie sich bewahrheiten. Schauen wir das mal an. Ja, beim DAX, wie erwartet und wie vermutet letzte Woche, dass dieser Tiefpunkt, das Verlaufstief am Montag letzter Woche, wirklich das bisherige Tief ausgebildet hat, bei rund 17.000 Punkten. Und genauso war es bisher auch. Das heißt, das gehe ich auch weiterhin davon aus, dass das das Ende der Welle A markiert. Wir haben jetzt hier im DAX sogar schon wieder das 38,2% Retracement der Abwärtsbewegung erreicht. Und es wäre jetzt nicht so überraschend, wenn wir jetzt über die nächsten Tage, sei es im Laufe dieser Woche oder bis Anfang nächster Woche, nochmal einen Rücksetzer sehen, hier auf den 200-Tage-Durchschnitt, vielleicht sogar ein bisschen drunter, also nochmal in den Bereich 17.500, 17.400, vielleicht sogar 17.300 Punkte, was dann wieder so ein bisschen Angst auch erzeugt im Markt, bevor dann eben auch an der Mauer der Angst wir dann ja bis in den September hinein erst einmal wieder eine steigende Börse hier in Deutschland, in Europa sehen, um eben hier diese blaue Box und in diesen Punkt B, diese Welle B abzuschließen, Punkt B zu erreichen und damit eben diese Range 18.000 bis 18.500 Punkte dann auch nochmal anzulaufen, wie gesagt mit dem Ziel 18.200, so nach Lehrbuch. Und auch den 50-Tage-Durchschnitt, den wir hier ja sehen, 18.250 Punkte ungefähr, das könnte dann so die Widerstandsmarke sein, über die der DAX dann zum Beispiel halt nicht mehr nachhaltig überläuft. Auf der anderen Seite, wir sind eben wieder über dem 200-Tage-Durchschnitt, also diese blaue Linie hier, und somit auch hier die Ampeln erst einmal wieder auf gelb. Und zumal wir eben auch hier über diesem Widerstand, diese Unterstützung wieder sind, 17.600 Punkte unterstützt uns jetzt wieder. Deswegen hier der DAX erst einmal wieder auf gelber. Im Euro Stoxx 50 sieht das noch nicht ganz so gut aus. Da war auch der Abverkauf größer, die Erholung bisher etwas weniger dynamisch. Auch hier haben wir erstmal diese Welle A bei ca. 4.500, sogar etwas unter 4.500 Punkten abgeschlossen im ersten Schritt. Und laufen jetzt nach oben, haben aber noch nicht das 38,2% Retracement erreicht. Da fehlen noch ein paar Punkte. Und hier sind wir auch weiterhin unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts. Also hier sieht schon die charttechnische Situation schlechter aus als im DAX. Auch hier kann ich mir aber gut vorstellen, dass wir nochmal einen Rücksetzer sehen. Ja, vielleicht so in dem Bereich 4.600 Punkte über die nächsten Tage im Euro Stoxx 50, bevor wir dann eben den Anstieg sehen, dort in diese blaue Box hinein, die Welle B abschließen. Mit einem Ziel so um die 4.880 Punkte herum. Bevor es ja dann ja auch irgendwann ab September wieder in Richtung Welle C nach unten geht. Also werden die Charts sich wieder etwas stabilisieren, das Sentiment auch von Rot auf Gelb gesprungen, aber das sind einige wirklich gefährliche Dinge drin, das schauen wir uns jetzt im Detail einmal an. Denn es steht wirklich unter der Überschrift, wehe, wenn es nach unten geht. Und Euwax löst das hier wirklich sehr detailliert auf. Schauen wir uns das mal Schritt für Schritt an. Einerseits haben wir eine Unwissenheit, in die sich große Hoffnung mischt. Klar, keiner weiß, ob es jetzt das schon war, ob es nochmal runtergeht oder ob es schon wieder nach oben geht. Aber es ist eine große Hoffnung da. Die Zukunftserwartung steigt an und die Umfrageteilnehmer gehen von einer anhaltenden Erholung der Aktienmärkte aus. Speziell auch diese Investitionsbereitschaft, diese strategische Investitionsbereitschaft steigt an. Und vor allem die Privatanleger sind schon wieder sehr, sehr optimistisch und spekulieren auf steigende Kurse. Gleichzeitig wird das Put-Call-Verhältnis der DAX-Aktien und damit europäische Aktien sind auf das niedrigste Niveau seit einem Jahr. Also das heißt, die Profis kaufen hier Call-Schein, spekulieren auf steigende Kurse. Absicherungen gibt es hier kaum mehr. Und der Autor dieses Artikels von Euwax schreibt jetzt eben und stellt die Frage, kann ein Yen-Carry-Trade, der sich über 17 Jahre aufgebaut hat, an einem Tag aufgelöst werden? Oder ist da noch mehr Ungemach zu erwarten? Ja, die meisten Umfrageteilnehmer gehen offensichtlich davon aus, dass das geht innerhalb von einem Tag, sonst würden sie sich nicht so bullisch positionieren. Sollte es allerdings
nicht so sein, also das Szenario sein, dass da noch was kommt. Für solch ein Szenario sind die Anleger in Deutschland dann falsch positioniert. Denn es wurden eben sehr hohe nachhaltige oder Spekulationen auf eine nachhaltige Erholung des DAX eingegangen. Sollte die Erholung ins Stocken geraten, dürften die spekulativen Positionen schnell wieder aufgelöst werden und damit einen erneuten Ausverkauf beschleunigen. Und das ist eben genau das Risiko, was wir jetzt haben. Die Erholung war da, aber sollte jetzt wirklich nochmal irgendwoher Unsicherheit kommen, kann das eben nochmal einen deutlichen Abverkauf auch gerade im DAX bedeuten und im Eurostoxx 50, weil hier kaum Absicherung da ist. Auf der anderen Seite sollten die Anleger recht behalten, dann kann es natürlich auch trotzdem nach oben gehen. Aber beide Szenarien haben etwas für sich. Sentimentanalyse gibt, dass ein erneuter Ausverkauf, besonders in Deutschland, heftig ausfallen dürfte, weil ja keine Absicherung da ist, während eine Erholung langsam vonstatten gehen sollte, da sich viele Anleger bereits long positioniert haben. Ja, also von daher ist es eben so, es spricht schon dafür, dass wir nochmal einen deutlicheren Rücksetzer sehen, ohne aber das Tief vom Montag zu unterschreiten. Und dann, wenn dann wieder Angst da ist, dann haben wir sozusagen diese Mauer der Angst, an der die Kurse dann klettern können und diese Welle B abschließen können bis in den September hinein. Somit also Gesamtbewertung für die europäischen Aktienmärkte momentan auf Gelb. Es gibt wenig zu tun. Ihr könnt also wirklich den Sommer alle genießen. Denn auf der einen Seite, ja, müssen wir nochmal damit rechnen, dass es nochmal ein bisschen runtergeht. Es ist aber nichts, wo ich strategisch wirklich langfristig jetzt in Aktien investiere. Erst wenn wir uns diesem Ende der Welle B nähern, dann gilt es darum, wirklich wieder Cash aufzubauen und sich für die größere Korrektur dann auch vorzubereiten. So gesehen also Ampel momentan gelb und neutral. Die Unsicherheit ist momentan schon noch da an den Börsen, auch hier speziell in Europa. Aber es gibt eine relativ einfache Formel, wie es dir fast egal sein kann, wie die Aktienmärkte gerade sich entwickeln und wie es denn weitergeht. Du machst einfach eine klare Strategie durch. Wie das funktioniert und wie profitabel die ist, dazu habe ich einen kleinen Kurs gemacht. Melde dich unbedingt dazu an. Hier kommt dein dreiteiliger Videokurs, um dein Geld profitabel für dich arbeiten zu lassen. Vermögen aufbauen, ohne dich darum kümmern zu müssen und mit minimalem Risiko. Ich zeige dir, wie du aus 100 Euro spielend 1.000 Euro im Monat machst. Hast du Angst vor den steigenden Preisen und dass dein Geld immer weniger wert wird? Stell dir vor, wie du dich fühlst, wenn dein Geld von alleine mehr wird und du nie mehr finanzielle Sorgen haben musst. Erfolgreich investieren für Anfänger ist dein perfekter Einstieg. Melde dich jetzt über den Link unter dem Video an. Wenn du dich an die Videos von letzter Woche vielleicht erinnerst, wenn du das schon länger hier verfolgst, dann habe ich ja letzte Woche am Dienstag hier mit dem Europa-Video über die Carry Trades geredet. Schau dir das Video auch hier gerne noch einmal an. Ich verlinke es dir hier noch einmal, wie die also so abgelaufen sind und was da genau passiert ist, warum es da mal so kurz an der Börse gerumpelt hat. In dem Donnerstagsvideo, wo wir uns über die USA und die US-Märkte ja unterhalten, auch hier nochmal der Link zu dem Video. Da reden wir ja, da habe ich darüber geredet, was das wahrscheinlich bedeutet, auch für den US-Konsumenten durch seine hohe Abhängigkeit vom Aktienmarkt und dass da noch mit gewisser zeitlicher Verzögerung auch die Wirkung dieses kurzen Abverkaufs in der letzten Woche von den Aktienmärkten dann auch kommt. Heute jetzt an dieser Stelle möchte ich einmal darüber reden, diese Entwicklung, die wir auch in den Charts gesehen haben mit dieser ABC-Formation, wie das, was das psychologisch bedeutet für dich als Anleger und wie das auch schon vor 150 Jahren immer das Gleiche war und wie gerade damit Leute wie du, Privatanleger, Kleinanleger, immer wieder über den Tisch gezogen worden sind und ihr Geld verloren haben. Schauen wir uns das Ganze einmal erst so von der psychologischen Seite an. Wir haben jetzt eine Korrektur gesehen, die im DAX und auch im Eurostoxx 50 um die 10% ausgefallen ist. Jetzt gibt es natürlich die einen, die dem Ganzen noch nicht trauen, die noch skeptisch sind. Und auf der anderen Seite aber die sagen, jetzt haben wir doch die Korrektur um 10% gesehen. Das ist doch das, was so typisch ist. Also jetzt kann es doch wieder nach oben gehen mit den ganzen Zinssenkungen. Da ist doch die Aussichten für die Wirtschaft hervorragend. Und genau das wird jetzt in den nächsten Wochen, gerade wenn wir jetzt noch einen kleinen Rücksetzer sehen, dann wird die Skepsis noch größer. Und genau diese Skepsis ist es ja auch, die den Aktienmarkt erstmal wieder nach oben treiben wird.
Das einzige Risiko, was wir aktuell momentan wirklich haben, das ist die geopolitische Situation, der Konflikt Israel, Iran, aber auch Ukraine, Russland, da spitzt sich einiges zu. Das kann wie so ein unerwartetes Thema werden, je nachdem wie heftig es dort eben ausfällt, dass es hier zu einem größeren Abverkauf kommt. Aber das ist wirklich so das Risiko, was wir aktuell haben. Ansonsten, Rücksetzer, Skepsis steigt und dann geht es wieder nach oben. Und je weiter die Aktienmärkte noch steigen, und ich habe dir die Ziele ja gezeigt für den DAX, für den Eurostoxx 50, desto mehr kommt mir diese FOMO-Angst nach oben. Um Gottes Willen, die Märkte steigen wieder, ich bin nicht dabei. Und dann werden vor allem wieder die Privatanleger, wo wir gesehen haben im Sentiment, dass die schon sehr optimistisch wieder sind, genau die werden dann noch mehr und noch mehr wieder in den Aktienmarkt hineingesogen. Aber wie war das schon immer? Auch schon vor 100 Jahren. Da gibt es tolle auch Aufsätze darüber, Bücher darüber. Wenn die Institutionellen, wenn die großen Jungs einen Markt gebraucht haben, weil sie gesagt haben, oh, es könnte auch nach unten drehen, dann werden sie das erstmal nie offen sagen, weil sonst gehen ja alle davon aus, der Markt fällt, wer will da noch Aktien kaufen? Und zum anderen, wie es immer gelaufen ist, erst hat man die Kurse nach oben getrieben, um sozusagen erstmal die Aufmerksamkeit zu generieren. Dann kam der erste Rücksetzer. Und wenn der Rücksetzer kam, da hat man allen gesagt, guckt her, schaut, jetzt sind noch die Aktien wieder günstiger, jetzt könnt ihr günstig wieder einsteigen. Und genau diese B-Welle hat man immer genutzt, die Jungs mit dem dicken Geld, um letztlich ihre Positionen abzuladen. Die haben ja einen Markt gebraucht, die haben irgendjemanden gebraucht, an den sie verkaufen können. Und da hat man sehr, sehr gerne dann die Privatanleger genommen, denen man erzählt hat, genau nach so einer ersten A-Welle, so einer 10%igen Korrektur, seht her, jetzt sind doch Aktien günstig, jetzt müsst ihr Schnäppchen kaufen. Dann haben die das gemacht, haben sich davon leiten lassen, haben sich da reinreden lassen. Und am Ende waren die großen Jungs raus und dann ging es runter. Und wer hat die Zeche bezahlt? Na, der Privatanleger. Und damit du nicht darauf reinfällst, zeige ich dir das hier alles, damit du dich schlauer verhältst und es machen kannst wie die professionellen Anleger. Und jetzt wirklich sagen, ich warte, bis wir da oben in dieser B-Welle sind. Und dann schaue ich, dass ich noch mehr Cash aufbaue, um mit der C-Welle nach unten zu laufen, also abzuwarten und unten wieder einzukaufen. Das war also vor 100 Jahren, vor 150 Jahren schon genau das gleiche Muster, auch psychologisch gesehen. Und deshalb muss man das wissen. Und deshalb gebe ich dir das hier mit, damit du das im Hinterkopf behältst. Ich werde das natürlich auf diesem Kanal hier immer wieder und immer wieder erzählen, damit du es ja auch immer wieder aktuell weißt und ordne es für dich an. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine erfolgreiche Börsenwoche und bis zum nächsten Mal.